Ich habe mir zu Beginn von Moskau sonst was ausgemalt, wie schwierig das hier werden könnte. Als ich das gelesen habe und wie die gleich mit Punks angekommen sind, und das scheint bisher die einfachste Stadt zu sein. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Hier oben war mal gelb, jetzt ist hier der Orange, ne? Tja, wir könnten Lila weiter schädigen, aber die machen eh bald dicht. Die Stinkbombe reicht erstmal. Moment, wie ist die da reingekommen? Die Person, die war schon vorher dran, oder? Aber das ist so ein blöder Standort, hier kommt kaum jemand hin. Der hier wäre fast schon besser, am Ende ist er nahe beim Lager, da aber gleich die hier nehmen können. Hier hätte er vielleicht Glück gehabt und hätte vielleicht mit der Zeit doch jemanden abgreifen können. Aber hier, na gut, das Hotel und Kneipe. Die Docks haben wir gesehen. Da haben wir nicht so viel abgreifen können. Na, er wird schon wissen. Er wird schon wissen, wie er sich zugrunde richten kann. Der will zu Feuerstein hat. Filialbewertung 56. Hat einen ganz schön weiten Weg. Hier oben will er nicht lang. Weil der Weg hier länger ist, irgendwie hier hoch, so vielleicht hier. Geht er lieber den Weg. Ne, hä? Ach, hier ist er hingegangen. Ah, okay. Na gut, das ist wirklich kürzer. Mip, mip. Rio ist, glaube ich. Also nicht in dem Ton, aber von der Tonart her. Tokio weiß ich gar nicht mehr, New York auch nicht mehr den Ton. Aber ich glaube, der Ton, den ich gerade im Kopf habe, den ich vielleicht gerade nur schlecht vermittelt habe, der wird für Rio passen. Oder war das Madrid? Ach, ich weiß nicht. Hier steppt der Bär. 17.000, 29.000 und 7.000. Kann ich wieder? Jawohl. Nee, noch nicht. Ja, mittlerweile nur noch ein gelber Kuchen und der wird jetzt mit dieser Runde auch eliminiert sein. Gehe ich stark von aus. Hier haben wir noch das junge Mädel, was noch mehr Gehalt möchte. Vielleicht möchte. Was er auch irgendwann bekommt, aber vielleicht jetzt noch nicht. Das Schadulka, 19 Jahre alt. Kann jemand sehr schlecht servieren und auch schnell servieren. Ebenso schlecht. Dafür gut motiviert und gut gesund. Noch haben wir diesen einen gelben halben Kuchen. Gelber Kuchen, was könnte das sein? Irgendwas mit Honig? Käsekuchen? Nee, nicht in der Farbe. Oder vielleicht Zitronenkuchen? Bienenstich ist etwas. Ne, muss ja orange sein. Ach ja. Die kann dann perfekt kochen. Nastja Donkov. Der Name kommt mir bekannt vor, der Nachname. Hier ist nicht auch die eine, die wir ständig abgewimmelt haben, die so schlecht war und die immer wieder gekommen ist, so? Donkov? Oh, die Studenten halten sich ganz schön wacker. Schon bei 51% und immer noch gelb. Was ist denn da fuck kaputt? Das geht so nicht. Wenn ich aus Versehen mal auf Entlassen komme. Gut, dann muss man ja nochmal bestätigen. Wir haben viel zu viel im Lager. Die haben viel zu kurzen Weg. Die zwei, die da unterwegs sind. Aber wenn hier erstmal wieder etwas Betrieb ist, füllt sich das Lager. Etwas mehr mit Lehrer. Gerade noch die Kurve bekommen. Man muss bloß wissen, wie man den Satz, wenn man ihn schon falsch beginnt, beenden kann. Lila noch da. Stinkbombe schon weg. 87. Parauchehit. Keine Ahnung. Stinkbombe. Holzwurm. Kakalake. Holzwurm lohnt sich nicht, weil keine teure Einrichtung. Hier kommt halt einfach niemand vorbei. Ich baue mal die Schläger aus.
18.000, dann schicke ich mal einen Schläger rein. Wobei die Schläger sind wirklich nicht so gut in Sachen Wachenkonfrontation, da sind die Gangster besser. Gangster können nicht draufhauen. Dafür sind sie von Haus aus besser gepanzert. Und besser beim Austeilen. Es müsste Austeilen sein. Eine Zielscheibe, also Zielgenauigkeit. Feuerkraft zählt nicht zur Muskelkraft. Ich glaube, das war Schaden hier. Gerade ist praktisch zu. Da sind zwar Leute hinter der Theke, aber ist nichts los. Uiuiui, hier sieht's aus. 33. Na gut, ist nichts Neues. Die Anzahl hatten wir schon. 51.000. 500 im Minus. 11.000. Hier haben wir auch erst aufgemacht. Kapdüller? Hier wird dann mit der nächsten Schließung ausgebaut werden. Wir haben noch eine Mission am Laufen. Und vorher wird das Personal nochmal ausgebildet. Der ist dann komplett gesund, kann auch etwas schneller werden. Und dann gucke ich auch gleich mal als nächstes beim Manager, ob wir wieder etwas an der Personalgeschwindigkeit drehen können. Gefällt dem Kind die Musik nicht, das ist aber herzlich egal, denn das hier ist die Proll-Pizzeria. Man sieht ja eindeutig beim Diagramm, wer hier am meisten reinkommt. Und danach richten wir uns aus. Hier, komm, kriegst mehr Geld. Mehr Gehalt. Mehr Gehalt und Geld. Das wäre beinahe eine interessante Mischung geworden. Als Wort. Das Gesundheitsamt kann uns hier gar nichts mehr beim Personal. Wenn es zu einer ungünstigen Zeit vorbeikommt, dann schon bei der Sauberkeit. Oder bei der Zutatenqualität. Könnte vielleicht auch noch sein. Gut, wir haben jetzt nicht den Ramsch... Lieferanten. Und bei der anderen, bei Feuerstein, haben wir sogar den edelsten. Aber ich schmeiß halt nicht viel weg, ne? Praktisch gar nicht. Das ist wirklich sehr kostenintensiv. Kann man auch zwar gut die Qualität mitsteigern, aber es kostet auch gut. Es hat 23 Uhr, so langsam können wir uns schon mal auf den Knopf bewegen für Ausbauen. Spätestens dann, wenn die hier aufstehen. Wir werden eher mit dem Personal fertig sein, als dass die Leute aufstehen. Hier ist die Stange mit Nachnamen, ja. Heißt jemand von euch mit Nachnamen auch Stange, dann habe ich euch gerade nicht ausgelacht. Ich habe mich bloß über den Namen gefreut. 104.000, so. Wir warten noch die 5 Minuten, damit die noch zu Ende essen können. Die gerade noch essen, aber nur ist genug. Ah, na, raus hier. Jetzt denkt der Konkurrent, oh, der macht seine Filiale dicht, jawoll. Nix da. Mittel oder groß, bald groß und dann wieder ein Lager kostenlos. Und das können wir dann auch verkaufen. Wobei, wir brauchen das Geld gerade gar nicht. Ich überleg's mir, was kommt hier in eine Schule? Tja, bloß blöd, falsche Einrichtung. Und wo auch falsche Musik. Hier wird nix gebaut. Da hat jemand eine Fabrik vor längerer Zeit hingesetzt und hier auch nix. Hier ist jetzt wirklich zu. Bei Rimini habe ich noch nicht Personal ausgebaut. Ein Konkurrent hat aufgegeben. Lila. Vertrag gerissen, zerrissen. Mal wieder die Ranzpizza. Ich finde das Symbol so toll. Es sieht irgendwie sehr schön aus, finde ich. Es ist zwar keine schöne Bedeutung, die dahinter steckt, wenn man Angestellter ist, aber... Weiß nicht, mir gefällt das so ungemein. Generell finde ich die Symbole alle toll. Gut, den sehen wir los. Und hier wird umgebaut in ein Wohnhaus. Eins von zwei. Dann wäre der Grüne der nächste. 124.000. 192, 890. Genau, da waren es nur noch drei. Und das Lager wird auch zum Wohnhaus, oder?
Ich schau gerade, was war hier vorher? Das wüsste ich nicht, aber... Hier ist eine weitere dicke Filiale. Dickere Mieter ist hier. Na gut, hier ist doch noch eine etwas bessere Anbindung. Und das Lager ist Lager. Stimmt, die werden ja gar nicht umgebaut. Sie haben die Mission erfüllt. Na fein, dann werde ich gleich mal Wachen losschicken, ehe uns die Wand vollgepinselt wird. Schick. Jetzt müssen wir aber auch wieder ganz viel einrichten, aber ich werde auch die Filiale voll machen. Voll mit allen Stühlen und so weiter und so fort. Ne, nicht auf Edel. Einfach oder rustikal? Rustikal finde ich, glaube ich, schön. Also ich persönlich. Kakdüla, also ich habe gerade die Bestätigung bekommen, die wollen ja auch rustikal. Kakdüla heißt hier, mach rustikal rein. In einer Filiale fehlt die Einrichtung. Bin ja schon dabei, du Ungeduldiger. Dann gönne ich mir auch mal 3 Öfen. Dann Heizung, wir machen ja schon wieder bald auf. Na. Na, Knauf muss so rum. Mann, jetzt sind die schon wieder da. Muss schnell mal ein paar Stühle platzieren. Wenn jetzt gleich die ersten kommen, na gut, jetzt hier bei Ladenöffnung ist hier kaum was los. Aber schon haben wir gleich mal 7 Plätze geschaffen. Hm, 2 oder 3. Ich mache hier mal nur einen 2er Abstand. Beziehungsweise das wären 1er. Oder gar keiner, aber vom Platz her ist das schon 1er. Deswegen sage ich bei dem hier 2er. Dann mache ich hier die ersten beiden Reihen so ganz knapp und dann lasse ich mal eine größere Lücke. Aber auf jeden Fall hier 4. Ja, wir werden wieder ziemlich viele Zutaten weggeschmissen haben. Das wird wieder kosten. Hm, apropos. Hm, bei den Touristen ging es nach oben. Genau, 20.000. Na, hä? Warum? Weil die Wache da jetzt lang gehen will? Das verstehe ich gerade nicht. Also in der Wache wird es nicht liegen. Hm. Jetzt ging's aber. Na egal, Hauptsache es ging. Man hört schon den Soundeffekt ganz leicht, dass hier Leute drin sind. Ganz leise Stimmen und auch ganz leises Tellerklappern. Bin echt mal gespannt, was für tolle Soundeffekte dann Pizza Connection 3 hat. Und auf die Sprachausgabe bin ich auch mal gespannt. Die finde ich ja hier so Sie benötigen grandios. In einer Filiale. Der Stuhl sieht gerade komisch aus. Wobei, der passt eigentlich. Nee. Passt genau nicht. Hä, was habe ich denn hier gemacht? Hm. Da sehe ich gerade nicht so ganz durch. Moment. Habe ich hier was verkehrt gemacht? Abstand zu groß, zu klein? Jetzt sehe ich immer weniger dazwischen, weil die Leute da rumhüpfen. Hm. Das sieht nicht gut aus. Dann... lass ich erstmal frei. Ach du Kacke, was ging denn da schief? So, mache ich erstmal hier oben weiter. Wobei, ja hier. Einrichtung nicht so toll, ne? Der passt gerade so durch. Dann mache ich hier mal so eine Lücke. Sind schon mal zufrieden, das ist die Hauptsache. Hm.
Für mich gerade sehr unwohl mit der ganzen Einrichtung, so wie die platziert ist. Es wirkt auch komisch, aber es ist richtig. Hier lasse ich mal den Abstand. Wirklich sehr seltsam. Und hier mach ich mal solchen so einen Abstand. Ein Zweier, dann haben wir genug Platz zur Wand und können zwar keinen weiteren Tisch mehr da platzieren, aber will ich auch gar nicht. Liegt da schon Müll oder wollte der bloß wieder nicht? Okay, er wollte bloß wieder nicht. Da klingelt die Kasse fleißig. Ich glaube, hier werde ich mal einen Automaten hinsetzen. Gleich reinkommen und spielen. Vielleicht so hin? Einen Tisch bekomme ich so oder so nicht mehr hin. Ich würde ihn aber doch schon ganz gerne sehen, wobei. Ich mach's mal so. Blümchen dahinter, da sieht es noch etwas schicker aus. Und auch wieder daneben. Mal wieder was anderes ausprobiert. Ja, ja, ich weiß. Sehr, sehr gewagt. Aber probiert ist probiert. Hier hätte ich diesen einfachen Abstand, diesen zweifachen, besser gesagt. Diesen einfachen zweifachen. Nee, komm schon. Mit dem Dreck habe ich bisher ganz gut Glück. Will ich hier vielleicht einen Billardtisch reinstellen, dann kann ich das kaschieren. Ich habe irgendwie keine Lust, hier nochmal umzubauen. Wo liegt's denn aber? Woran liegt's denn? Der Abstand hier gleich, da. Hier kommt aber einiges gerade an anderen Leuten. Oh ja, hier wird's auch richtig laut. Mann, stresst mich nicht so. Da noch ein paar Blümchen an die Seiten stellen. Hier hatte ich den zweifachen, genau. Also ich sag mal, in der horizontalen habe ich immer den zweifachen. Ne, nicht immer, hier ist ja Quatsch. In der vertikalen habe ich immer den zweifachen. Was? Karaoke-Lied? Ich habe ja erst Pharao verstehen wollen. Das verstehe ich jetzt nicht. Na, blöder Wappen. Na, schnell. Jetzt stolpert er drüber und dann schießt er und dann rennen alle raus. Na toll. Ah, hier wird er direkt dann gleich stören. Na, hier noch nicht. Super. Ah, ich habe da oben den Tisch vergessen. Auch schon wieder das Karaoke-Pharao-Lied. Hier kann ich jetzt aber den Stuhl vergessen. Ich hatte bei Rimini noch nicht fertig. Das Personal noch nicht fertig gemacht, ne? Glaube ich. Wirst du wohl? Also, das mit den Mausfedern hängt, glaube ich, da zusammen, dass immer wieder so ein kleines Ladesymbol kommt. Dieses. Ja, Sandro ist es ja nicht mehr bei Windows 7. Auf jeden Fall dieses, es wird gerade irgendwas gemacht, Symbol. Weiß auch nicht was. Also speichern kann es nicht sein, aber das verhindert immer das Klicken. Aber dass diese Klickfehler, die gab es schon, die hatte ich schon immer bei Pizza Connection 2. Liegt das wohl einfach an der Engine, könnte sein. Aber dass dann immer diese Maus hier mal festhängt und ich dann hier zum Beispiel einen Regler die ganze Zeit verschieben kann, obwohl ich hier oben schon bin, das hatte ich, meine ich, früher nicht. Hatte ich noch nie. Hier liegt Müll, ne? Gut, dann platziere ich noch ein paar Grünständer. Hier hinten vielleicht nochmal so ein Spielautomat. Also ich könnte ja auch noch eine Billardplatte hin. Platz habe ich ja und einen weiteren Tisch werde ich da nicht hinsetzen.
Machen wir es so. Ich hoffe, das gefällt euch und den Gästen und überhaupt allen. Kommt ihr dann noch zum Tisch? Ich weiß es nicht. Gut, dann soll es aber erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir könnten noch ein Lager bauen. Mal gucken, ob ich das mache. Mann, hier geht's aber zu. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.